Können wir sein Auto nehmen? Nee. Ich Oma weiß, Mord. Deus. Bla bla bla. So, hallo liebe Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier an der Grenze zu Akarisan und wir kriegen ja den Anruf mit dem Mord. Jawohl, hallo. Ordine incidente duro varis sorokin. Naševi padrodniki estje adam estje. Pasec Gavri ze staršinom bekovem. Jevo turo ala drobine. Alles klar. Auf zum Mord. Können wir sein Auto nehmen? Nee. Du musst warten. Sorry. So. Wo ist das Polizeiauto? Aua. So, auf Sergeant. Ich weiß, Mord. Bla bla bla. Ach, jetzt muss ich mir das ganze Gesabbel wieder anhören. My kontroluje to zona. Madre insidia saju podzrymników. A da one... Ralaćme no! Oh. So kann ich das abbrechen, sehr gut. Padrodniki. Ralaćme no! So, Timur. Basta denna ja, my nie ta pa... Okay, wir müssen uns die Namen merken. Zajew ist verdächtig. Und Korschenko ist verdächtig. Murin ist nicht so verdächtig. Petrovski ist auch nicht verdächtig. Wo ist er? Die Reinigungskraft ist auch nicht verdächtig. Das ist eine sehr gute Cut-Funktion, finde ich. Indem man die Gespräche, weil die Gespräche haben wir ja letzte Folge schon erfolgreich uns angehört. Wir durchsuchen die Leiche. Da ist die Uhr. Sichtbare Initialen. Und wir rennen wieder hier hinten hin und suchen die Mordwaffe. Das Küchenmesser. Ja? Okay, also die Reinigungskraft und der Barkeeper sind auf jeden Fall unverdächtig. Was so geht's vorsichtig. Morin, okay. Nee, Kochina brauchen wir noch. Petrovski und den Barmann, die können gehen. Warisu, my paznać eto małaszy umrat... So, und jetzt suchen wir hier wieder. Jetzt sind wir ein bisschen vorsichtiger. Jetzt gucken wir hier. So, diesmal sind wir nicht umgebracht worden. Und jetzt verhören wir nochmal die Verdächtigen. So. Wir hatten keinen Wodka. Timo ging in die Bar, um die Flasche zu holen. Oleg musste auf die Toilette. Idu tu liet, ać powrotny budnok, eto w tej płatce zawriet. Jegor pospalić, a ja madry samotka. Jegor schlief ein und ich blieb mit Nikita alleine. Okay, das hören wir uns nochmal an. Ich hab nicht auch budku, eta wodka pokoń. Timur ging um die Bar. Timur paszł ać szlafko do rabu. Okay. Za to Oleg idu tu liet, ać also er blieb mit Nikita alleine. Timur ging mit Oleg in Jegor die Bar. Pospalić, a ja okay. Madry samotka, ać Nikita. Gut, dann hören wir uns mal die Version für den Jäger an. Utram Timur zagavrić nas eto my peremestje ausidia. A ja paszla eto budko, aś trudna ja. Eto mestje menoprabotny omdlak. Kakdy obstawku, Oleg nie madro eto pastolu. Za to my nuwoczka wodka arać. Okay, deckt sich mit seiner Geschichte bislang. Eto saju, kakdy gesto paszli ausidia. Oni zostawica lejno burdoń. Każdy meno wychodzi eto cigar, lisztoć patrodnik szarny. Warum sollte Timo zur Rückseite des Gebäudes gehen, wenn er Wodka von der Bar holen will? Timo, du bist ja Mörder. Kiedy paszlo eto szlafko, a ja lisztoć namietnika, ila waszla ać powrotny budnok. Heno lisztoć kryć na niečko et kapota. Irgendwie ist jetzt der Text weg, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es Timo war. Was ist die Waschandinja? Okay, Mori. Wie heißt Timo mit Nachnamen?
Kochenka, Reinigungskraft des Erde. Morin und Zayajev, die können gehen. Was ist die Waschandinja? Okay, entweder ist es die Reinigungskraft gewesen oder Timur, aber ich glaube eher, dass es Timur war. Atlista, my odkryli magazin. Atma wymożności lisz tutaj jest. Wo ist das Lager? Ach da. Aber ich kann hier absolut nichts durchsuchen. Das ist doch hier. Oder? Ich weiß es auch nicht. Ich dachte, das wäre die Flagge der Rebellen. Aha. Vielleicht müssen wir wieder hier auf das Schlangensymbol achten. Ich hab immer wieder Angst, dass jetzt wieder einer von hinten kommt und uns abmurks. Kommandeur, in Übereinstimmung mit deinem Auftrag habe ich Oleg überprüft und bestätige seine Verbindung zur KGB. Der Informant wird heute noch... Timur, der Mörder! Nimm die Hände hoch, du Mörder! Nimm die Hände hoch! Oh, Bar, eto Arachmeno. Zato nieta pievo smutla eto ordini kaputnik. Powratku takowych bydlok ausreden, na paniczka, ausreden, ausreden. Estio ili zakutniki. Eti szpatno prawiteli ilio arodniki wersewa. Tur maczko a kristkow eto żywatka. Ać który spasnowy krwawo fista madre eno pokuta. Ab in den Knast mit dir, du Mörder. Ja. Bla. Dank der schnellen Reaktion von Sergeant Bykov überstehst du die Situation unbeschadet. Der Mörder wird mit einer Schusswunde ins Krankenhaus gebracht, wo er auf seinen Prozess wartet. Erfolgreich haben wir diesen Mord aufgeklärt. Freunde und Freundinnen, das war eine hervorragende Aktion unsererseits. So, weiter zu ihm. Da haben wir noch gar nicht die Papiere überprüft. Nee, haben wir auch noch gar nicht gekriegt. Kann ich mal die Dokumente haben? Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Wir mussten den Mord aufklären. Ja, genau, ein Mord. Können Sie sich das vorstellen in Akharistan? Ein Mord. Elik Dukan, passt. Elik Dukan, passt auch. Elik Dukan, passt auch da. 3 CPT, 6 W34, ist auch okay. 12. Mai, passt. 17. August, okay. XSY4031RC. Okay, das passt auch, sehr gut. Oh, da ist ja noch mehr. Okay, dann messen wir mal den Haufen hier. 1150 Kilo ist auch in Ordnung. Okay, dann schauen wir uns mal den Bums an. Eieiei, Reifen sind in Ordnung. Scheiben, Karosserie, Scheinwerfer, Stoßstange, Reifen, Scheiben, Reifen, Karosserie, Scheinwerfer. Da ist nichts dran auszusetzen. Haben Sie jetzt bloß kein Schlangensymbol irgendwo? Sir. Auch das ist soweit wirklich nichts zu beanstanden. Gucken wir uns mal hier noch die Seifen an. 6 Seifen. 2 Koffer. Auch das ist völlig in Ordnung. Ja, Officer Maxikov, dann können Sie den ganzen Bums hier einladen. Ich habe übrigens einen Mord aufgeklärt, Maxikov. Kannst du dir das vorstellen? Ganz alleine. Timo war es, der Mörder. So, und Ihnen wünsche ich viel Spaß in Akharistan. Benehmen Sie sich und viel Erfolg. Und der nächste. Wir kommen denn nur noch? 2 Stück, okay. Oder? Ja. Wie? Warum?
Schand? Das ist doch blöd. Opna eto wasz latnej aktivna. Wasze prawiteli, ać zawdry duro wsiem... Nasa Amiri. Znajać kali akaristanskie szajadu wsiem na liszto. Da habe ich nicht voll, ich muss das hier kontrollieren. COPD 01JY, das ist auch okay. 7. August, 11. August, passt, passt, passt. Jet 0L4QG. Jet 0L4QG, okay. Will ihr aber was einladen? Nee. Aus. Ober, ni madre problema. Mann, das ärgert mich jetzt, dass wir da so... Also da muss ich noch ein bisschen dran feilen, an diesen... Okay, wir gucken jetzt ganz genau. Stoßstange, da. Scheinwerfer, da. Reifen in Ordnung. Scheibe ist in Ordnung. Scheibe ist auch in Ordnung. Scheiben, okay. Spiegel. Spiegel, achte ich nie drauf. Reifen. Reifen. Stoßstange, Scheinwerfer. Reifen, Reifen, Spiegel. Okay, Schmuggelbarer da auch nicht. Das heißt, der kann rein. Viel Spaß in Akasan. Machen Sie keinen Quatsch. Tschüss. $4,655 kg. Bitte steigen Sie aus, Sir. Hilfe! Und dann brauche ich einmal die Papiere. Okay, Maximalgewicht passt. Juri Sergejev. Juri Sergejev passt auch. 15 Hühnchen? Ja, guck mal, Frachtbrief passt nicht, du Schwein. Krok J30S. Gültig bis 2. Juni. Ja, das ist ja auch schon mal nicht gültig. Mann. Hast du dir denn gedacht, was... Ich nag doch jetzt hier nicht 15 Hühnchen aus, ey. Sie geht doch, ne? Okay, hier ist kein Schlangensymbol. Okay, jetzt schauen wir Reifen. Ist okay. Scheinwerfer. Da ist ein Scheinwerfer kaputt. Stoßstange hat er aber. Spiegel sind zwei dran. Scheibe ist da okay. Scheibe ist da okay. Die hat da runtergekurbelt, ja. Das ist aber soweit in Ordnung. Karosserie ist auch in Ordnung. Wie gesagt, den einen Scheinwerfer haben wir. Das ist in Ordnung. Reifen. Die Reifen sind auch okay. Noch ein kaputter Scheinwerfer. Nicht in Ordnung. Die Stoßstange hat er aber, oder? Ja, da bin ich mir mal unsicher. Ob da jetzt noch eine Stoßstange? Das müsste ich mir vielleicht mal irgendwie merken. Nee, aber sonst soweit ist alles in Ordnung. Dann schauen wir uns mal die Hühnchen an. Ich meine, reinkommt er so oder so nicht, ne? Aber das sind alles echte Hühnchen, wirklich? Ja. Okay, dann kann Officer Maxikoff das Ganze mal wieder in den LKW packen. Die 15 Hühnchen. Aber wir werden ihn trotzdem nicht hereinlassen. Weil, wie gesagt, Name passt nicht, Haltbarkeitsdatum passt nicht, zwei gesprungene Scheinwerfer. Muss leider abgelehnt werden, Sir. Bringen Sie Ihre Hühnchen mal anders hin. Tschüss. So, und der letzte für heute. Hm.
So, der Bums wiegt 1290 Kilo. So, das ist Artis Solmas. Passt. Nee, Quatsch. Ja, Einreiseerlaubnis nicht passend. Haltbarkeitsdatum auch Quatsch. Gut. RPR 9310 WD. RPR 9310 WD. Okay, das ist wenigstens in Ordnung. Gut, Reifen, beide okay. Karosserie okay, Scheinwerfer okay, Stoßstange ist da. Gut, das ist in Ordnung. Spiegel da, Karosserie, Reifen, Stoßstange. Steig mal wieder aus. Da! Oh, obarczna robotca! Wy, Budru, odlik somu! Mala minu atalog! Pi. Zlawa minu atmiru! Ja, dann geh doch auch mal weg, du Idiot! Ach, jetzt ist sowohl mein Messer kaputt. Also das reicht mir jetzt. Ab in den Knast schon mal mit dir. Haben wir noch ein neues Messer hier? Ja. Da haben wir tatsächlich noch ein Küchenmesser, sehr gut. Hallo. Mein Gott, hat der hier ein Falschgeld, du. Und im Reifen auch noch. Und im Nebenreifen auch noch. Der hat den ganzen Karren voll. Dem Reifen auch. Nee, jetzt ist das Messer auch kaputt. Und in dem Reifen auch. Ich fass es nicht. Ach, jetzt ist das Ding auch kaputt. Neues Messer. Das heißt, wir holen uns hier Flat herbei. Und kaufen uns neue Gegenstände, wie ein Messer zum Beispiel. Aua. Und also ein Gedöns. Hm? So, ich brauche ein neues Kampfmesser. Und dann nehmen wir noch eins auf Vorrat. Wir brauchen eine neue Axt. Nehmen wir auch eine auf Vorrat. Wir brauchen eine neue Dings. Nehmen wir auch auf Vorrat. Ja, das war's. Tschüss. Oh, guckt euch mal das Messer an, Freunde. So, dann holen wir den letzten Batzen Falschgeld da nochmal eben aus dem Reifen. Und dann kann Officer Maxikov hier den ganzen Bereich. Arosko, Varishu. So, und dann bringen wir noch eben den Gefangenen in den Knast. Haben wir hier noch was drin? Ne. Nö. Ah ja, das wollten wir hier reintun. So, in den Kofferraum tun wir noch hier unser ganzes so. Er ist drin. Jetzt geht's in den Bau, wa? Arschloch. Gut.
Haben wir auch den Arbeitstag wieder erfolgreich hinter uns gebracht? Können diesmal sogar erfolgreich sagen, dass es gut war. Wir haben den Mord aufgeklärt. So, du reparierst mal hier den Wagen wieder. Perfekt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall wieder sehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.